Dann zeigt uns diesen Schlüssel. Ja. Bla bla bla, andere Hexe im Glockenturm. Apparatur hat in Glockenstube. Eure gesamte Theorie beruht auf dieser Apparatur. Sollte uns sie uns nicht den Zugang zu diesem Geschoss ermöglichen, wäre eure Theorie widerlegt. Ihr kennt die Folge für Sophie. Euer Fehler würde ihr Schicksal besiegeln. Welche Folge wäre das? 341. Was? So weit sind wir schon? Ja, so lange müssten wir es dann noch spielen. Ja, das weiß ich. Roland! Haubert! Beweist die Verteidigung der Theorie. Ja. Zeigt dem Gericht den Schlüssel. Ja, sollen wir es lieber nochmal stützen? Nein. Okay. Mach mir jetzt in der Zeit was zum Essen. Gute Idee eigentlich. Der Schlüssel zum Apparat ist... Das ist doch der Anhänger der Angeklagten. Der Angeklagten, nicht wahr? Ja, wir haben ihn am Tatort gefunden. Werft bitte einen Blick auf den unteren Teil der Maschine. Dort ist eine Mulde, die genauso groß ist wie der Anhänger. Oh ja, jetzt fällt es mir ein. Plötzlich ein Loch in der Form des Anhängers. Aber ich verstehe das nicht. Warum sollte der Anhänger der Schlüssel zum Glockenturm sein? Das weiß ich auch nicht, oder zumindest noch nicht, aber er ist definitiv der Schlüssel. Mit diesem Anhänger können wir die Maschine bedienen und Zugang zum obersten Geschoss erlangen. Probel, probel, probel! Wohlan! Das Gericht erlaubt es Wohlan, seine Annahmen zu überprüfen. Aber es wird die einzige Chance sein. Verteidiger, seid ihr bereit? Auch bereit, die Konsequenzen eines Fehlers zu tragen? Dies ist eure einzige Chance. Solltet ihr sie vergeben, dann ist das Spiel aus und ihr habt verloren. Und müsst neu starten. Part 1. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ist ja wie beim Elfmeterschießen. Elfmeterschießen mit umgedrehtem IE. Wirklich? Nein! Oh, nein! Das wäre ja jetzt super gewesen. Gut. Um mal ehrlich zu sein, sieht das wie ein Rätsel aus. Ich wünschte, Professor Layton wäre hier. Professor Layton ist da. Nein. Das hier ist nämlich also sein Fachgebiet. Hey Nick, bist du bereit, Nick? Wir sollten es angehen. Ja, es muss funktionieren. Los, schwupp! Sophies Schicksal hängt davon ab. Dieser Druck. Bleib ruhig, Nick. Oh nein. Der Glockenturm. Ein Lichtstrahl wird von den blauen Kristallen, die sich an den Zahnrädern befinden, reflektiert. Jedes Zahnrad dreht sich um 90 Grad, wenn es bewegt wird. Drehe die Zahnräder, um die blauen Kristalle so anzuordnen, dass das Licht abgelenkt wird. Der große mittlere Kristall reflektiert Licht nur, wenn er aufrecht steht. Wird er gedreht, muss sein Licht die roten Kristalle gleichzeitig treffen. Apropos abgelenkt werden, ich werde irgendwie von dem abgelenkt, was du da gerade machst. Was machst du da? Schüttel mir einen Salat. Den Gag hast du bei mir geklaut. Wieso, hast du es auch schon mal gemacht? Ich habe das mal gemacht, um Münzen auf dem 3DS zu sammeln. Ich glaube, wir hatten das als Intro-Gag. Könnte sein. Das war aber jetzt gar nicht als Gag gedacht. Oh. Ich dachte, man hat es so schon gesehen, was ich da mache. Nein, nicht so sehr. Oh. Okay, also. So, wenn jetzt Rätsel ist, muss ich ja nicht reden und kann auch in Ruhe mal essen. Doch, du musst reden. Du musst reden. So, Nick, lass es uns versuchen. Maya ist immer... Stellen wir uns vor, sie isst Burger und spricht mit vollem Mund so. Ja. Ein Lichtstrahl. Natürlich, das ist die Lösung. Ein Lichtstrahl schreit, wenn ich danach auf eine andere... auf einen der roten Kristalle zu treffen. Ich will auf einen roten Kristall treffen!
Bitte verdeckt mich nicht! Du hast recht, aber es wirkt so, es wirkt, als gäbe es einen Trick bei der Sache. Ein Nick? Ja, mich. Ich denke darüber nach. Es gibt zwei Kristalle. Ich bin mir sicher, dass wir beide gleichzeitig beleuchten müssen. Sieht so aus, als müssten wir das alles mit nur einem Lichtstrahl schaffen. Was? Hey. Können wir das wirklich schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich weiß es nicht, aber wir haben keine andere Möglichkeit, außer es zu versuchen. Wir müssen nur die Zahnräder drehen und die Lichtstrahlen mit diesen blauen Kristallen umlenken. Richtig, hat sie noch gesagt. Wir müssen es schaffen, für Sophie! Ja, also los. So. Okay, wenn wir das... Das erinnert mich an ein Rätsel. Ja. Aha. Oh, diese Räder. Das ist Nummer 1. Hast du das gesehen? Es hat geleuchtet für eine Sekunde. Ja, hat er es. Aber das war nur ein Kristall. Nur ein Kristall. Was ist los? Es tut sich nichts. Was habt ihr erwartet? Die Kristalle müssen gleichzeitig beleuchtet werden. Aber wir haben nur einen Strahl, das ist nicht möglich. Doch, bei Roller. In der Tat. Also dann, ich denke, wir haben die Lösung. Es ist, wie ihr sagt, unmöglich. Nee. Einen Moment, ich möchte es noch einmal versuchen. Das ist nicht nötig, eure Zeit ist abgelaufen. Habt ihr es schon vergessen? Ihr hattet nur eine Chance, eure Behauptung zu beweisen. Das kann doch nicht sein. Eben. Das wäre jetzt gemein. Das kann doch nicht sein. Game over. Letzten Endes hat die Verteidigung es nicht vermocht, ihre Theorie zu beweisen. Die Apparatur kann mit dem Anhänger nicht betrieben werden. Und jetzt kommt Layton. Der Anhänger passt perfekt. Das kann kein Zufall sein, aber was auch immer ich versuche, es ist unmöglich, das Licht auf beide Kristalle gleichzeitig zu lenken. Euer törichtes Experiment hat uns immerhin nicht allzu viel Zeit gekostet, hä? Während ihr die Rätsel dieser Apparatur zu lösen versuchtet, kam die Angeklagte wieder zu Sinnen. Oh, Sophie! Sie war vorher von Sinnen. Heller. Heller. Als zu dunkel. Heller, 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 heller. Oh. Geht es ihr gut? Nun, sie war wohl etwas verwirrt, doch nun ist sie in besserer Verfassung. Allerdings, ich würde ihre Lage nicht als gut bezeichnen. Vielmehr ist das genaue Gegenteil der Fall. Ha? Erzählt mir bloß nicht, euch sei die Erinnerung an eure Übereinkunft mit dem Richter abhanden gekommen. Ihr konntet eure Theorie nicht beweisen, und so wurde das Schicksal der Angeklagten besiegelt. Ah, darauf kann ich nichts mehr entgegnen. Gerichtsdiener, geleitet die Angeklagte hierher. Nein! Wir müssen noch einen Anhänger finden. Den hat Layton jetzt bestimmt gefunden. Angeklagte, der Prozess fand in eurer Abwesenheit sein Ende. Das Gericht wird nun das Urteil verkünden. Ach, Quatsch. Urteil. Ihr seid die große Hexe und euer wahrer Name lautet Arkad. Heute Abend geschah ein schreckliches Verbrechen. Ihr habt euren Vater, den Schöpfer, mit dem Zauber Inferno ermordet. Hat die Angeklagte noch irgendetwas hinzuzufügen?
Name. Ich habe Unheil über diese Stadt gebracht. Oh, immer dieses Drama. Die große Hexe, oh Drama. Und meine Erinnerungen sind Beweis genug. Ich erinnere mich an das große Feuer, welches diese Stadt bis auf die Grundmauern niederbrannte. Und vor wenigen Stunden... beschwor ich den Feuerdrachen und nahm das Leben meines eigenen Vaters. Es besteht kein Zweifel daran. Die große Hexe ist ein Teil von mir. Warte, was ist denn ein Teil von mir? Was war denn das nochmal? Ich kenne das irgendwoher. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Ja, stimmt. Zum Beispiel. Nein, Sophie, hör auf, sag so doch sowas nicht. Du stehst unter dem Einfluss eines bösen Zaubers. Gib noch nicht auf. Na, was soll das? Was soll das? Ihr habt eine Schlacht in diesem Gericht geschlagen. Ihr habt mit eurer Logik als Waffe gekämpft und ihr fandet verblüffende Widersprüche. Es war eure Schlacht, nicht die ihre. Eure Schlacht, nicht die ihre. Wie könnt ihr ihr raten, sie solle nicht aufgeben, wenn euer stumpfes Schwert schon zu Boden gefallen ist? Wärt ihr ein wahrer Ritter der Gerechtigkeit, ihr würdet bis zum Ende kämpfen. Warum sagt sie mir das? Will sie mir helfen, so wie Edgeworth? Fast so, als wolle sie mich ermutigen. Wartet sie auf etwas? Nein. Als ich klein war, kann ich mich nur daran erinnern, immer allein gewesen zu sein. Aber das stimmt nicht ganz. Es gab Menschen und Erinnerungen, die mir etwas bedeuteten. Zumindest glaube ich dies. Doch all das habe ich schon verloren. All dies wurde mir in dem Moment genommen, in dem ich Arcana wurde. Arme Sophie. Und von da an habe ich in Tante Beckys Bäckerei gearbeitet. Ich traf Phoenix, Maya, Herrn Layton und Luke. Ihr vier habt alles, aber auch alles getan, um mir in jeder Situation zur Seite zu stehen. Daher kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Die Verantwortung für Arcanas Taten lastet auf meinen Schultern. Also, lasst uns diesem Spuk ein Ende bereiten. Arcana darf diese Stadt nicht länger heimsuchen. Vielen Dank, Phoenix. Also ich bin immer noch der Meinung, dass, selbst wenn man sie jetzt einfach so ins Feuer werfen würde, hätte Arcana gewonnen, weil Arcana irgendwer anderes ist und der Sündenbock dann weg wäre. Sophie. Phoenix. Sophie. Luke. Richter. Oh ja. Nun gut. Es ist an der Zeit, das endgültige Urteil zu fällen. Mal wieder. Denk nach, Phoenix, denk nach. Gibt es denn nichts, was ich noch tun kann? Irgendwas? Nur ein einziger Lichtschimmer in dieser Dunkelheit der Verzweiflung. Zum Beispiel, dass Layton jetzt plötzlich auftaucht. Kann ich denn gar nichts mehr tun? Abwarten und hoffen oder Einspruch einlegen? Einspruch und hoffen. Einspruch und hoffen? Nee, wieso? Was soll ich denn tun können? Ich würde abwarten. Also, Tipp? Hast du irgendwas? Ich überlege. Wollen wir in die Gerichtsakte gucken? Nee. Also hoffen? Einspruch. Einspruch? Mach mal Einspruch. Moment, kann ich gar nichts mehr tun? Einspruch einlegen. Warum Einspruch einlegen? Ah! Ja, ne? Einspruch einlegen. Jetzt sehe ich es auch. Oh, das ist aber fies wegen der Textbox. Ja. Das ist voll schlecht zu sehen. Ja. Oh, gut, dass du das gesehen hast. Und als du die Gerichtsakte aufgemacht hast und ich den Anhänger gesehen habe, da war ich mir sicher. Euer Ehren, wartet bitte noch mit dem Urteil.
Was ist euer Begehr, Verteidiger? Wollt ihr Haue? Es ist zu früh, um Sophie endgültig zu verurteilen. Bitte, erklärt euch. Euer Ehren, ihr sagtet vorher, dass dieser Prozess schon sein Ende gefunden hat. Aber dem ist nicht so. Es gibt noch etwas, das wir untersuchen müssen. Was redet ihr da? Meint ihr etwa einen neuen Beweis? Ihr hilft ganz schön auf einmal. Aber es kann doch unmöglich einen neuen Beweis geben in diesem Stadium. Nun gut, Verteidiger. Wir werden noch ein letztes Mal mit euch backen und uns ansehen, welchen neuen Beweis ihr... Jetzt ist es schon wieder weg bei mir. Ich höre dich, glaube ich, auch dann nicht. Ja, ich höre dich tatsächlich nicht. Aber warum war das nochmal? Achso, ja. Moment. Hallo? Vielleicht macht er auch mittlerweile irgendwann... Jetzt habe ich dich wieder. Hallo? Hallo? Gut, alles klar, alles klar. Ja, irgendwie macht, glaube ich, mein Lautsprecher, an den ich meine Kopfhörer angeschlossen habe, manchmal Mucken. Oder geht von alleine aus, weil kein Bock mehr. Na gut, schauen wir mal.